Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. Es ist sehr kühl heute Morgen. sind nur noch 5 Grad bei uns, was richtig geil ist. Ihr seht, ich habe meinen Rucksack mit zwei Isomatten dabei. Was bedeutet, dass ich an den See gehe. Warum mache ich schon wieder ein Video vom See? Ganz einfach. Bei den anderen Videos haben die Leute gesagt, oder teilweise haben ja welche geschrieben privat und haben gesagt, ey, ganz ehrlich, mit der Ausrüstung, da muss man ja einfach gute Bilder machen. Nee, so einfach ist es nun nicht. Klar, das 500er F4, das 200 800 die 3 das ist eine, ist super. Also, es ist bombenmäßig, spitzenmäßig. Aber das heißt nicht, dass man gute Bilder macht. Und dann dachte ich mir so: hm, Aufgabe angenommen, dann nehme ich jetzt einfach das günstigste Teleobjektiv, welches ich besitze. Ich habe mir dieses Jahr erst das 100-400 gekauft, weil das ist mein immer dabei Teleobjektiv, also Telezoom, und lege mich doch einfach mal damit an den Teich. Das habe ich gestern schon mal probiert. Das ist ein Objektiv, was man mit ein klein wenig sparen sich problemlos eigentlich leisten kann. Ja, es ist immer noch viel Geld. Aber es sind keine 12.000 Euro oder 10.000 Euro. Probieren wir das jetzt einfach mal. Ich habe es gestern, wie gesagt, schon mal probiert. Es macht richtig Spaß damit. Wir haben heute sternenklaren Himmel und es könnte ein richtig, richtig geiler Sonnenaufgang werden und Nebel. Es wird wahrscheinlich am Teich Nebel geben, weil das meistens jetzt um die Jahreszeit so ist. Das Wasser ist ein bisschen wärmer äh, als die Außentemperatur und da entsteht Bodennebel oder Nebel über dem Wasser. Und wenn dann Raucher da sind, das wäre mega. Und genau aus dem Grund bin ich eher. Viel, viel eher diesmal am Teich wie normal. Sonst war ich immer so eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde vorher. Und jetzt ist es noch weit über eine Stunde. Ich schlafe von mir aus gerne noch im Schilf. Hauptsache, die Reiher kommen, wenn ich da bin. Weil, wenn ich zu spät kommen würde und die Reiher wären weg, dann wäre mein ganzes Video für die Katze. Ich bin super gespannt, was das wird. Wir werden sehen. Drückt mir die Daumen. Wir sind fertig mit dem ersten Ansatz. Ich habe festgestellt, dass Graureiher ganz schöne a sind, wenn es um andere Graureiher geht. Ich wusste ja schon immer, dass sie sich nichts gönnen. Aber heute war das unverschämt krass intensiv. Es gab ständig Beef. Es hat sich einer gesetzt. Zack kam ein anderer Graureiher und die haben sich gestritten und sind weggeflogen. Es kam jetzt endlich zum Schluss ein Silberreiher. Und bei Silberreihern ist es so, wenn ihr einmal es geschafft habt, einen Silberreiher vor die Kamera zu bekommen. Und ihr verhaltet euch richtig, dann dauert das nicht lange, da treffen die anderen Silberreiher ein. Und da kann's, dann wird das richtig cool, weil dann hast du auch mal ganz schnell sechs, sieben Stück vor der Kamera. Da macht es dann richtig Spaß, wenn du deine Motive aussuchen kannst. Aber es war wirklich ein magischer Morgen. Ich habe aber noch nicht die Motive, die ich gerne will. Also, ich konnte schon ein paar coole Bilder von den Graureiern machen. Und ich habe festgestellt, es, ist es geht super mit so einem Objektiv. Aber ich werde wahrscheinlich noch einen Ansitz machen, vielleicht morgen früh und probiere da vielleicht noch mal mein Glück. Es ist auch wirklich kalt, doch ich habe noch einen Termin heute. Es sind echt viele, viele Grau- und Silbereier da. Es waren jetzt halt auch wieder die Zwergtaucher vor mir und ich konnte ein paar schöne Videos machen, ein paar interessante Bilder. Doch was mir das auf jeden Fall gezeigt hat, dass es sich lohnt, egal wie an, hier rauszugehen. Also, wir versuchen das nochmal und vielleicht kann ich euch da noch mehr Bilder zeigen. Auf jeden Fall macht es Spaß, kann ich schon mal sagen, mit dem ähm, 100-400 am Teich zu liegen. Weil dann kann man halt so schön spielen und gerade mit dem Licht, da zoomt man mal weg, da hat man das Habitat und dann bricht das Licht da rein mit dem Nebel. Da ist man nicht immer nur wie beim 500 oder so nah dran. Und das ist wirklich richtig schön. Also, ich muss sagen, das macht richtig Spaß und das für so wenig Geld und genau die Kamera die ich dran habe ist die R62. das ist die günstigste die ich gerade da habe. Ich habe sonst nur die R3 und dann wird der, der ganze Test wieder verfalschen, weil wer hat schon die R3, weil die ist nicht gerade günstig. Ich muss los und ähm, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Versuch am Teich. Ja, ich hatte gerade den zweiten Ansitz. Es ist wunderschön. Und wie ihr schon gesehen habt, eben, es ist ein wunderschöner Morgen. Ich war wieder mit der kleinen Kombi unterwegs. Ich muss wirklich sagen, es sind ja noch Top-Bedingungen. Es sind ja noch Top-Bedingungen. Doch leider habe ich nicht die Zeit. Warum ich den Platz hier gewählt habe, müsst ihr euch mal anschauen, weil der macht genau das jetzt, was er machen soll. Ich habe richtig geiles Licht und meine Motive sind aber noch abgeschattet. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken in dem Video, wie ich den Platz hergerichtet habe. Ich war ja mit dem Kleinen jetzt unterwegs den zweiten Tag und ich hatte richtig gute Sichtung. Heute kam sogar endlich ein Waschbär. Ich konnte damit einen Waschbär fotografieren, frühestens bei 0,8 Sekunden. Also fast mit einer Sekunde Belichtung. Aber es hat funktioniert. Ich konnte echt tolle Bilder von Reiern machen. Ich konnte ähm, Zwergtaucher, also das ist so einfach hier Zwergtaucher zu fotografieren. Ja und das Ding ist... Das funktioniert mit solchen Linsen, die nicht so viel kosten. Das ist echt verrückt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht. Aber es geht richtig, richtig gut. Die Linse. Ich habe jetzt hier das äh, RF100-400. Das ist mein eigenes, habe ich mir selber gekauft. Hat ja gar nicht, kostet ja gar nicht so viel. Und da geht es nicht nur um dieses Objektiv. Es geht um alle Objektive, die weit unter 1000 Euro kosten. Da gibt es zum Beispiel auch 70-300 oder, oder, oder. Da kannst du richtig coole Bilder machen. Du musst halt nur wissen, dass du in... Dass du eine ganz schöne Vorbereitung brauchst. Ich gehe jetzt immer davon aus, wir reden hier von Tieren, die wild sind, ja, nicht von Stadtpark oder sowas. Da kannst du, da sind solche Linsen nahezu perfekt. Hast du nicht die gleiche Freistellung mit Blende F8 ähm, am langen Ende bei 400 mm wie ein Objektiv mit F28 zum Beispiel oder F4? Das perfekte Objektiv an meinem Platz hier wäre ein 200-500 F4. Das wäre das beste Objektiv, was ich hier haben könnte, gibt es aber noch nicht. Und wenn es das irgendwann mal geben wird, dann wird er so extrem teuer sein. Von daher redet man da jetzt gar nicht drüber. Hier, diese Kombi, habe ich ja gestern schon gesagt, habe ich gewählt, weil die relativ in Anführungsstrichen erschwinglich ist in der ganzen Kamerawelt. Das ist ja die R6 II. Da kann man aber auch zum Beispiel die R7 dranhängen oder die R6 oder was weiß ich. Und da funktioniert die Linse genauso. Das einzige Problem, was diese Linsen haben, die jetzt Low Budgets, möchte ich es mal nennen Low Budget, äh, sind, die sind gegenlichtanfällig. Die fokussieren, wenn es wirklich ähm, ins krasse Gegenlicht geht, dann haben die richtig Probleme. Es ist aber auch kein L-Objektiv oder wie auch immer die ähm, High-End-Serie von Nikon oder Sony heißt. Bei Sony ist, glaube ich, G-Master oder sowas. Die sind, klar, für Gegenlicht viel besser. Doch was die Linsen können, für das Geld, ist beachtlich. Es ist echt beachtlich. Der Autofokus ist super schnell bei diesen Linsen und bei den neuen, bei den neuen Zoom-Linsen. Also, da, wenn man jetzt eine Linse vor zehn Jahren gekauft hat, dann ist das nochmal was anderes. Aber die, die jetzt frisch auf dem Markt sind oder verhältnismäßig frisch, ich nenne es mal, oh, mal ein Jahr, zwei Jahre, da ist, das, da ist das Bombe. Da braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Da braucht man auch nicht sagen, oh, ich kann solche Bilder nicht machen, weil ich keinen 500er habe oder keinen 600er oder 400, Nee, das geht auch damit. Den Reiher hier, den konnte ich heute fotografieren, der stand so nah, dass die Auflösung des Hintergrundes echt bombastisch ist meiner Meinung nach und da habe ich sogar noch weggezoomt da war ich nicht bei 400 mm macht euch ein Versteck sucht euch eine tolle Stelle Eisvogel der Eisvogel fliegt ja auch permanent rum wenn man da einen guten Platz macht kann man auch mit solchen Objektiven problemlos wunderbar den Eisvogel fotografieren und der größte Vorteil von dieser Ausrüstung die ist super leicht die ist extrem leicht die merkst du überhaupt nicht im Rucksack. Die kannst du stundenlang rumtragen, gerade wenn du im Bergen bist oder aktiv fotografierst. Das ist richtig geil. Wirklich. Also das ist wirklich richtig schön. Mit der Regendichtigkeit oder mit der Wasserdichtigkeit. Pff, ja, pff, Regencover drüber. Fertig. Ganz einfach. Habe ich jetzt in meinem vorhergehenden Video, ähm, wie du dich vor Regen schützt. Guck dir das an, da zeige ich dir das, was du da kaufen kannst. Und einfach da drüber und da bist du safe. Da brauchst du keine Angst zu haben, dass das Objektiv dir absäuft oder irgendwas. Das geht bombenmäßig. Hier gibt es ganz viele Eisvögel. total geil. Da werde ich mich auf jeden Fall auch mal mit befassen. Ich war total verwundert, als heute Morgen zum Beispiel der Waschberg kam, dass ich da ohne Probleme Bilder machen konnte. Gut, ich habe. Man muss, das muss ich sagen, man muss oft manuell fokussieren. Man muss oft manuell fokussieren. Gerade wenn es noch sehr, sehr äh, low light ist, dann ist manuell schon besser. Und man hat ein anderes einen anderen Nachteil. Es ist nicht alles toll bei den Linsen. Man hat einen anderen Nachteil. Man sitzt, weil diese Linsen meistens, gerade diese 100-400 mit die weniger Kosten oder speziell die, die hat keine Stativschelle. Die kann man nachkaufen, aber Canon liefert... liefert sie nicht mit. Das bedeutet, man muss die Kamera vorne, also am Body, aufs Stativ setzen. Und da ist man relativ nah mit dem Kopf am Stativ. Dann ist die Linse halt kurz und da ist man nah am Geschehen. Das ist halt schöner, wenn man einen 500er hat. Da ist die Stativstelle weiter vorne. Die äh, Kamera ist weiter hinten. Beim Fotografen bedeutet, man ist nicht so nah am Objektiv und muss nicht so viel äh, so nah am Stativ und muss nicht da so viel ähm, rumspielen. Das bekommen natürlich auch die Tiere mit. Aus dem Grund ist das hier nicht so schön und das ist halt sehr kopflastig. Wenn man das einstellt, ich habe ja meine Stativköpfe immer so eingestellt, wenn ich sie locker mache, dass die Kamera nicht abkippt und ich sie trotzdem bewegen kann. Und wenn ich sie loslasse, hält sie. Und das funktioniert jetzt hier nicht so gut, weil... Wenn ich die einstelle, dass die Kamera nicht abkippt, ist der Kopf fest. Und wenn ich den bewegen will, muss ich es locker machen und dann kippt es nach vorn. Habe ich euch ja hier jetzt gerade gezeigt im Video. Das ist ein bisschen nervig, weil ich muss die Kamera immer feststellen. Wenn was kommt, muss ich wieder locker machen. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Tod, den man stirbt. Weil was die Dinger trotz alledem abliefern, finde ich beachtlich. Und gerade da ihr so nah am Stativ seid und mit dem Kopf, sage ich mal, so nah beim Geschehen, bei dem Tier, was, was ihr fotografiert, ist es wichtig, wenn ein Tier vor die Kamera kommt, Ruhe bewahren. Weil gerade wenn so ein Graureiher landet, der schaut sich erst mal um. Der schaut, Silberreier, der schaut. Und wenn ihr dann gleich die Kamera nehmt, ganz schnell bewegt, papapap, das geht nicht. Da müsst ihr ruhig bleiben, müsst schauen, wie reagiert das Tier. Am besten warten, bis der Graureiher irgendeinen Fisch fixiert, dann... Mit der Hand zum Zoomring, weil das ist auch eine ganz unangenehme Position auf Dauer, wenn man immer den Zoomring festhält und hofft, dass was kommt. Also ich mache das auch nicht. Ich spiele auch zwischendurch mit dem Handy, bin ich ganz ehrlich. Aber wer macht das nicht? Und wenn du dann dem Tier Zeit gelassen hast, das Tier äh, ist angekommen, das hat sich zum Beispiel Futter gesucht, fängt an zu fischen oder ein Zwergtaucher versucht zu tauchen oder, oder, oder. Dann, dann könnt ihr loslegen und könnt eure Bilder machen und immer langsam ganz langsam die Kamera bewegen. Ganz langsam auch zoom, nicht piep, piep, schnell zoom. Schön langsam zoom. Damit er der, der nicht zack zack ausfällt, wenn du natürlich einen Inzoom hast, dann ist es egal, aber die meisten Objektive in der Preisklasse haben keinen Inzoom. Das fährt langsam aus und nicht zack, zack, weil das ist viel auffälliger, als wenn du langsamer. Ich glaube, es ist alles gesagt, ob das 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 funktioniert, wissen wir jetzt. Das für alle, die jetzt sagen ich will ein Teleobjektiv haben, will aber keine 17.000 oder 15.000 Euro investieren. Ich will 600 Euro investieren oder kann 600 Euro investieren. Dann schlagt hier zu bei solchen Linsen. Total genial. Ich bin auch froh und ich habe gewechselt vom 100-400 EF, zweite Generation, was absolut geil ist. Ich hab, es war mir auch nicht leicht, es tat mir nicht leicht. Es fiel mir nicht leicht. <laughs> es viel mir nicht leicht, das zu verkaufen. Und habe dann das gekauft. Das habe ich, so, äh, hab ich nur aus einem Grund gemacht. Erstens, weil es kompakter ist und weil es leichter ist. Der Autofokus ist meiner Meinung nach genauso schnell, wenn nicht ganz sogar schneller und der Bildstab ist besser. Aber die Bildqualität und die Gegenlicht, ähm, wie es im Gegenlicht arbeitet, das ist bei dem äh, 100, 400, zweite Generation definitiv besser. Aber trotz alledem, die Bildqualität von den Linsen hier braucht sich nicht zu verstecken. Genau, jetzt wisst ihr, dass das funktioniert. Nehmt eure Kamera, nehmt euer Objektiv, wenn es ein 70-300 ist, wenn es ein äh, 100-400 ist, egal was. Ja? Wenn es ein 150-400 ist oder was weiß ich. Nehmt die Kamera, nehmt das Stativ, nehmt euer äh, Tarnmaterial, geht raus, sucht euch eine geile Stelle, macht euch ein geiles Versteck, lasst euer Tarnzelt irgendwo stehen, wo ihr es stehen lassen dürft. Geht da rein, setzt euch hin und fotografiert. Man kann mit diesen günstigen Linsen richtig geile Bilder machen. Wirklich. Und das, der Waschbär zum Beispiel, natürlich wäre dann 400 oder 2.8 perfekt gewesen. Ja, das wäre richtig geil gewesen. Aber ich konnte trotz alledem mit dieser Linse oder mit dieser günstigen Linse ein richtig cooles Bild machen. Klar 0,8 Sekunden Belichtung, aber was soll's. Es klappt, es funktioniert. Natürlich ein bisschen Übung, aber macht es, traut euch. Seid nicht und sagt, oh, ich will nicht, ich habe kein ordentliches Objektiv. Scheißegal. Geht raus, nehmt das, was ihr habt. Das funktioniert. Ich habe die Aufgabe, die mir gestellt wurde, Ey, du hast ja so teure Ausrüstung, das funktioniert ja immer. Nee. Ich habe die kleine Linse genommen, habe es probiert zwei Tage lang und es sind geile Bilder entstanden. Wirklich richtig, richtig schöne Fotos. Geht raus, fotografiert mit dem, was ihr habt. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es doch bitte unten in die Kommentare, liked das Video doch gerne. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich dafür damit unterstützt. Denn YouTube gefällt das, das rankt mich höher. Da werde ich besser gesehen und das zeigt mir, dass euch die Videos gefallen und das. Ähm, spont mich an, noch mehrere Videos zu machen. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.